und willkommen zum neuen Part von Walk of Ages am Tag des Saturns. Wir klicken auf Angriff und der Spaß beginnt. Im Ladebildschirm. Im letzten Part haben wir uns anscheinend gerade geirrt, dass ich der letzte... Oh! Oh! Kronos! Alias Saturn! Ach ja, der hat uns ja damals hochgeschickt und wir sind dann ja ausgebrochen. Und jetzt holt er uns zurück, das ist ja... Scheiße! Wie bitte was? Alter, was erwarten die von mir? Wow, scheiße! Kann ich dir nicht einfach so in die Ferse fahren? Nein, kann ich nicht. Nein, 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 nicht runter, nicht runter, nicht runter, nein, nicht runter. Ach, verdammt. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wo seine Schwachstelle ist. Früher haben die immer gesagt, wo die Schwachstellen liegen. Oh, Kacke. Also das wird wohl schwieriger als die anderen Gegner. Er ist ja auch der letzte, scheint mir. Ach, so mache ich das. Oh, Kacke. Scheint aber eine massive Bronzestatue zu sein. Lass mich raten, seine Hand ist jetzt wieder hier unten. Ne, ist sie nicht. Also das, was wir geschafft haben, haben wir demnach auch geschafft. Das ist ja schön zu wissen. Ah, gut, den Sprung schaffen wir ja gerade eben so. Scheint mir ja. Wow. Alter, ist das Level schwer. Alter, ich bin noch in der Stage. Ich bin noch in der Stage. Alter, ich war noch voll in der Stage. Ach, fuck. Das ist schwer. Das ist wirklich massiv schwer. Der holt auch immer wieder... Der holt immer wieder zwar gleich aus, aber... Es ist doch kompliziert. Wow. Wow, 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 was war das denn? Da war ich jetzt eher erschrocken. Wow! Mensch, Kronos! Alter! Man! Wohl noch nie was von Nächstenliebe gehört. Ach, ich muss deine Arme... Ich muss deine Hand nutzen! Boah, scheiße! Ja, jetzt schreit die Kugel, wo ich schon gespawnt bin. Aber wie der auch aussieht. Gut, gut, gut. Habe ich ihn ausgetrickst? Ah, verdammt! Verdammt, 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 verdammt! Ey, was soll der Bull? Shit. Das ist mir mein Wort auch aussprechen. Also. Abwarten, bis er schlägt. Springen. Auf den Arm. Und rüber, rüber. Komm, 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 Kugel, komm, Kugel. Verlass mich nicht. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Von wo werde ich gespawnt? Wo war der letzte Safe Point? Ah, gut, hier. Okay, anscheinend ist es die Siegesmusik echt von jedem Gegner, die jetzt gerade im Hintergrund läuft. Zumindest schätze ich das. Okay. Da kann man sich drauf freuen lassen. Da muss ich drauf springen. Scheiße, 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 scheiße. Komm. Ach, Bullshit. Komm da doch drauf. Alter, was soll der Mist? Kugel. Ich glaube, ich muss es ziemlich häufig machen. Diesen ganzen Weg hier fahren. Und so kaputt wie meine Kugel ist, brauche ich dafür bald einen Neustart. Ach, wieso kommt meine Kugel hier nicht raus? Was soll der Bullshit? Ich drück doch die Leertaste. Ja, Gott, nochmal. Komm, spring. Und nicht zu weit. Was soll das, du Kugel? Du weißt, worauf ich hinaus... Was? Ey. Wie schnell soll ich denn mit der Maus arbeiten? Die Maus ist doch schon mit einer verdammt hohen Empfindlichkeit hier ausgestattet. Boah, er geht doch.
Alter, nein, 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 nein. Ja, das muss ich ernsthaft mehrmals machen. Ich muss ernsthaft mehrmals von unten nach oben kommen. Ernsthaft? Mit der zerstörten Kugel? Unmöglich. Und ja, obwohl ich kenne jetzt die ganzen Kniffe. Abwarten und rüber. Ich glaube aber später werde ich wieder ein Problem haben. Komm, hol aus. Da haben wir die Faust. Da kann ich springen. Über sein Bein praktisch. Okay, hier über die Hand. Warten, 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 warten. Perfekt. Rüber, dann holt er aus, dann kann ich drunter weg. Ach, was war das denn? Und unsere Kugel ist echt fast im Eimer. Das wird nichts mehr. Also ich schwör's euch, ich werde es weiterhin versuchen, aber ich glaube, das bringt nichts. Ja, komm, fall endlich. Okay, du bist wieder oben. Okay, aber so schaffen wir den Sprung definitiv nicht. Oh, man. Das kotzt doch gerade echt an. Wieso werde ich jetzt wieder hier gespawnt? So 3 Lichtjahre weit entfernt. Ja, Lichtjahre ist eine Entfernungsmessung. Gerade die Schnauze nicht mehr zu. Alter, was verlangen die hier von einem? Das Spiel hat so cool angefangen. Ernsthaft? Hätte das Spiel nicht so toll angefangen, hätte ich es nicht mal let's played. Und dann fing das Spiel so richtig episch an und so richtig voll Fun. Und ich wurde so richtig gut und hatte richtig Spaß. Und dann passiert jetzt hier so ein Kack wegen Ende. Ja, puste. Ja, Dreckskerl. Okay, anscheinend muss ich das nur 3-mal schaffen. Echt mal. Corona, so Pisser. Nur weil wir abgehauen sind oder was? Okay, aber die Kugel hat echt anscheinend noch ein bisschen Power. Aber ich glaube, die macht nicht mehr lange. Wir haben hier eine so richtig süße kleine Kugel. Aber die Musik dröhnt gerade im Ohr. Die dröhnt echt im Ohr. Herbe laut gerade. Boah, als ob man den Sprung echt haargenau ausgemessen hätte. Ne, ich bringe jetzt keinen rassistischen Witz, obwohl ich gerade echt die super Vorlage hätte. Aber ne, werde ich dann per PN über Facebook verteilen. An jede, der es doch noch wissen möchte. Wow, Alter, da hat er mich tatsächlich nochmal mitgezogen. Der wollte mir helfen. Diesmal wollte er mir helfen, der gute Kronos. Also. Nein, nein, nein. Nein! Nein! Okay, also nochmal. Ich treffe dich! Yay! Und die Kugel fällt episch runter. Bei seinem aufgerissenen Maul wäre ich auch lieber nach unten geflohen, statt weiter nach oben zu fahren. Okay, auf den Arm, auf den Arm, auf den Arm. Ich bin auf der Hand, ich bin auf der Hand, ich bin von der Hand runter. Okay, ab jetzt pustet er höchstens noch einmal. Das ist da oben, wenn ich den Weg schaffen würde. Ja, diese... Ich glaube, ich muss den Mieterschutzverband anrufen. Ist echt miese Arbeit hier. Muss renoviert werden. Echt, guckt euch doch mal das Holz an. Gebrochen, gerissen, zerstört an einigen Stellen. So kann das auch nicht weitergehen. Wer möchte denn hier schon wohnen? Na, vielleicht gibt es Mietminderung, aber... Ja, nee. Also ich würde hier nicht freiwillig wohnen. Kein Wunder, dass unser Protagonist abgehauen ist. Pusten und... Sieger! Der Sieger! Und da kippt er um. Oh! Okay, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft. Das war Rock of Ages, meine lieben Freunde, sag ich mal. Also. Das ist der Stein der Zeiten und da rollt er seines Weges. Sein guter Freund ist leider gestorben, weil Kronos auf ihn draufgeplumpst ist, weil er nicht aufgepasst hat. Aber wir haben für ihn Kronos besiegt. Und
Wir haben doch eine ganze Menge mitgemacht. Ja, aber, ey, jetzt ist aber auch eine ganze Menge mit drin. Es ist zwar süße Wurstgrafik, sag ich mal, aber die ganzen Katapulte mit den 3D-Effekten und dergleichen. Das muss ja alles irgendjemand mal gemacht haben. Und hier auch die ganzen Videos zu schreiben. Überhaupt auf die Idee kommen mit der Musikauswahl, die Spielidee, das ist ja... Da sage ich doch einfach mal Danke an Clayton S. Chan und an Rob of Edge Stone. Rob Stone, da haben die das of Edge auch schön wegen Rob und das, ey. Auch süß gemacht jetzt hier mit dem Abspann. Ja, also die Musik, die kennt man ja so langsam. Wer nicht, die nicht kennt, ja, einfach bei YouTube eingeben, Rock of Age Soundtrack. Irgendjemand wird es hochgeladen haben. Ja, eigentlich gibt es ja nur dieses eine Lied. Ja, und das könnt ihr euch doch gerne mal anhören. Also ich quatsch das hier einfach mal über, weil es irgendwie so schön Spaß macht. Also, wenn ich das jetzt mal so sag, Epic Games! Ja, shit's auch. Unreal Engine Copyright von bis und dann gibt's noch, ey. Schick, schick. Also mein Fazit im Nachhinein über dieses Spiel. Ja, echt alle. Jo, wir sind echt alle. Also, mein Fazit fürs Spiel, dafür gehe ich ins Hauptmenü. Also, mein Fazit fürs Spiel, es ist wirklich spaßig. Also, wenn man, es fordert auch das Gehirn an, denn ich habe ja einige Stellen echt, sag ich mal, gebackt gekriegt, dass... Also es macht Spaß, es strengt das hier nämlich an, weil man echt an mich am Verzweifeln ist, wie man wo einen Katapult platzieren kann, damit es funktioniert. Weil der Stein rollt wirklich jedes Mal anders, auch bei anderen Spielen. Mein Bruder hat sich das Spiel ja auch installiert, also ihren Sack. Und er hat auch gespielt, auch mit meiner gleichen Technik, aber da hat es nicht funktioniert, weil jedes Mal der Stein anders fährt. Also es fordert das Gehirn, weil man den Stein immer wieder perfekt abblocken möchte. Und man dafür echt viele Ideen benutzen muss. Währenddessen muss man aber selbst versuchen, die feindlichen Anlagen zu umgehen. Hat man ja alles gesehen. Wie viele Möglichkeiten es gibt, ein Level zu schaffen oder es nicht zu schaffen. Die Endgegner sind eine lustige, süße kleine Herausforderung, wo man auch mal die Motten kriegt, wie man auch jetzt hier in diesem Part sieht. Gesehen hat. Oh, Moment. Entschuldigung, ein bisschen spät, ich bin müde. Boah. Also. Es macht Spaß und da es auch noch Multiplayer hat, wofür man allerdings, sag ich mal, einen Controller braucht, hat man aber trotzdem noch die Möglichkeit, mit einem Freund am gleichen Computer oder wenn man Tastatur und Maus vorzieht und ein Freund das Spiel auch hat, dann kann man mit ihm auch gemeinsam spielen, gegen ihn spielen. Da biete ich mich dann auch gerne mal an, dass, wenn man sich bei mir meldet und mal das Spiel hat, ich habe ja auch meinen Steam-Account veröffentlicht, also kann man mich auch über Steam gerne adden und auch anschreiben. Ich bin währenddessen nie bei Steam offline. Blöderweise. Sollte ich irgendwann mal auch mal lassen, dann schalte ich mich auch auf offline, wenn ich einen Part mache, damit man mich nicht stört. Aber momentan ist noch so, da ist so wenig los, deswegen lasse ich mal online. Auf jeden. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ja. Also ich biete mich auch gerne an, dafür mal gegen jemanden zu spielen. Da. Habe ich auch nichts gegen, kann ich auch gerne aufnehmen, wenn er es möchte und dann auch hochladen. Höchstwahrscheinlich wird das aber nicht in der Gamergemeinde laden, sondern auf meinem privaten. Aber auf der Gamergemeinde wird es verlinkt. Also mache ich ein Info-Video mit dem Link drin. Einfach nur, damit man von der Gamergemeinde auch drauf kommen kann, falls es im Interesse desjenigen liegt. Wenn er auch nur einfach privat gegen mich mal spielen möchte, auch kein Ding. Spiel kostet, soweit ich weiß, wie teuer war das nochmal? Ich glaube, ich habe es gekriegt für 8. Ich glaube, normalerweise kostet es 15. Also so zwischen 25 Euro. Also ist auch nicht allzu teuer, wie ich finde.
Es geht billiger, es geht teurer. Für Modern Warfare zum Beispiel habe ich jetzt trotz Sommeraktion bei Steam immer noch 30 hingeblättert. Ja, ich bin das Counter-Strike. Nicht Counter-Strike, Call of Duty. Modern Warfare 3. Kann man auch gerne mal gegen mich spielen, auf persönliche Anfrage hin. Also, bei Anfrage, echt, ich spiele fast alles was ich habe. Das wird auch sofort gespielt gegen denjenigen, der es haben möchte, wenn es passt. Wenn es sogar möchte, kann ich es aufnehmen, ich kann es sein lassen, ich kann dies, ich kann jenes. Man muss sich einfach nur mal trauen, mich anzuschreiben. Egal wo, ihr könnt mir eine persönliche E-Mail schreiben. Werde ich dann auch darauf antworten, über die persönliche E-Mail. Ihr könnt mir eine persönliche Nachricht bei YouTube schreiben. Wäre es dann schön, wenn ihr sagt, an wen es gerichtet ist. Na, sonst kommen wir viel durcheinander. Ihr könnt mich bei Skype adden und anschreiben. Ihr könnt mich bei Steam adden und anschreiben. Ihr könnt einen Kommentar unter meinem Steam-Profil setzen. Ihr habt alle Möglichkeiten der Welt offen. Ja, das war's dann aber auch. Also, mein Fazit, schönes Spiel. So, wenn man die Hauptstory durch hat und keinen Freund hat, der es mit einem spielt, wird's dann doch ein bisschen öde. Aber auch im Singleplayer hat man die Möglichkeit. Hier nochmal Hindernisstrecke. Da muss man einfach nur schnell von A nach B kommen. Dann gibt's noch Rennen gegen die Zeit, da heißt es dann, die Zeit zu schlagen. In den Leveln. Und dann gibt's noch Skibelfelsbloch, dann rollst du die Strecke lang, muss solche Zielscheiben zerstören und dann auch noch eine große Zielscheibe treffen. Macht also auch macht ein bisschen Spaß, nicht so großartig wie die Geschichte hier, aber innerhalb der Geschichte kann man ja auch noch gerne mal versuchen, echt alle Schlüssel zu sammeln. Hier zum Beispiel habe ich überhaupt keinen. Hier habe ich auch nur einen, also es gibt echt viele Möglichkeiten, um das Spiel noch weiter zu entdecken. Ich kann nur sagen, versucht es, habt Spaß dabei und bleibt euch treu. Euer Felde und ciao, ciao.